Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Pokémon Purpur mit mir in Shining und Noir und Dream auf meinen Schultern. Ja, letztes Mal habe ich die beiden eingeführt und letztes Mal haben wir in dieses Spiel reingefunden und so ein bisschen schon mal eingespielt. Aber jetzt werden die Parts ein bisschen kürzer als beim letzten Mal. So, ich habe ja auch gelernt, ich kann mich ranschleichen und dann diese Hopfsprosse da beispielsweise fangen, wenn ich Glück habe. Scheinbar nicht. Wie gönnt nicht. Ich habe seit dem letzten Mal das Spiel übrigens auch ein bisschen leiser gemacht, weil das bei mir sehr laut war. So, Kroketackle. Ich kann Platscher. Du wirst so unnütz sein. Habe ich denn jetzt wirklich einen Pokéball geworfen? Wenn ja, müsste ich 13 haben. Ne, 14. 15 habe ich jetzt. Ah ne, ich hatte ja ihn auch noch am Ende letzter Folge gefunden. Wisst ihr, ich nehme hier gerade so ein paar Stunden nach der letzten Aufnahme auf. Aber jetzt auch hier wahrscheinlich so 4, 5 Folgen am Stück. Ich habe einen Hopfsprosse gefangen. Abgesehen von kalten Gegenden sind sie nahezu überall anzutreffen. Das liegt daran, dass sie sich vom Wind an alle möglichen Orte tragen lassen. Nee. Ich gebe denen keinen Spitznamen. Hopfsprosse war die Nummer 16. Ach, wahrscheinlich muss ich die erst anvisieren. Das da ist auch ein Pokémon, ne? Habe ich die jetzt versucht zu fangen? Ich muss mir die Anleitung nochmal angucken. Tarundel. Ich will dich nicht umbringen. Du bist auf jeden Fall ein Käfer-Pokémon. Ja, guckt mal, Leute, wir kriegen unser Team sehr schnell voll. Ihr seht die HP gar nicht, wenn ich auf der Seite bin, ne? Ich pack mich mal eventuell auf die andere Seite. Gib mir einen kurzen Moment. So, Leute, jetzt habe ich mich auf die andere Seite gepackt. Ihr braucht ja nicht unbedingt die Interaktionsfelder hier rechts sehen. Hauptsache, ihr seht, wie viel HP mein Pokémon hat, ne? Na gut, jetzt seht ihr die Attacken nicht. Ich muss mal da rumprobieren, wo ich mich hinsetze. Oder ihr könnt mir das ja in die Kommentare schreiben. Ob lieber links über der HP-Anzeige oder über die Attacken. Ich wandere wieder rüber. Ja. Kann ich das Tutorial irgendwo nochmal nachlesen? Ne, da habe ich die Option. Ich könnte in der Aufnahme eventuell nachlesen. Hier war doch irgendwie auch noch so ein Ameisen-Pokémon. Und da habe ich mir das eingebildet. Ich habe mein Pokémon geworfen. Okay. Los, Attacke! Hat es jetzt eigenständig gekämpft? Lol. Das bringt sogar Erfahrung ganz gut. Guck mal, ich muss nicht komplett kämpfen. Das ist ja ein schönes Level-System. Ich habe mir das doch gerade eben nicht eingebildet. Da war doch so ein Ameisen-Pokémon. Hier liegen auf jeden Fall sehr viele Pokébälle rum. Und ein Supertrank. Sehr nett. Ja, das ist dieses eine andere Pokémon schon wieder. Darunter. Glut.
Ich würde gern dieses Ameisen-Pokémon wiederfinden. Im Übrigen, hier kurz ein Aufruf. Fragt mich nicht in den Kommentaren, ob ich euch irgendwelche Pokémon schicke oder irgendwelche Shiny-Hunden. Da gibt es direkt ein klipp und klares Nein. Da ist das Pokémon. Weil das war schon mal vorherigen Pokémon-Projekten so, dass man mich nach so etwas in den Kommentaren gefragt hat. Und das geht mir eigentlich ehrlich gesagt nur auf den Nerv. So, Purmel, dich hole ich mir. Fadenschutz. So, nochmal Tickle. Um mich einzufädeln. Oh, Kabal, los. Jetzt gehörst du mir. Werden nur die ersten drei immer angezeigt? Hummel verstreut giftigen Puder, um Gegner zu vertreiben. Ach, ich habe das andere gerade gar nicht gefangen. Welche Pflanzen es frisst, ist von der Gegend abhängig, in der es lebt. Ich muss das andere nochmal fangen. Tarundel. Wie auch immer mir es entgangen ist, dass ich das Pokémon nicht gefangen habe. Mann, was für ein Trottel. Im Übrigen, gewöhnt euch nicht dran, dass ich jeden Kampf drin lasse. Ich werde das wie bei RPGs machen, dass ich bereits gezeigte Pokémon-Kämpfe gegen Wilde zumindest rausschneide. Ihr seht allerhöchstens dann noch den Fangversuch, der funktioniert hat. So, versuchen wir es jetzt schon. Tarundelfaden. So, jetzt sehen wir nämlich auch die Nachricht. Ich bin so blind, dass ich das nicht bemerke. Fadenkugeln-Pokémon ist das. Ja, das sieht man auch. Der Faden, den Tarundel über seinen Hinterleib absondert, ist so stark wie Draht. Das Geheimnis dieser Stärke wird noch erforscht. Okay. Also, bringt gut Seide. Ich finde die Bücher so toll. Und zum Level kann ich jetzt einfach sagen... Ja, jetzt nicht den Kampf hier. Dass ich einfach sage, los, geh irgendwen kloppen. Dann verprügelt er den und bringt Erfahrung mit. Ich müsste mal auf die HP-Anzeige gucken, ob die HP dabei auch runtergeht. Scheinbar nicht. Bringt einfach nur XP. Dann gehen wir farmen. Oh, hat's einen Crit gemacht? Kroke, das machst du fein. Da kann man ja richtig gut Level farmen. Und auch diese Items, die die Pokémon hier abgeben. Ich geh erstmal da vorne gucken. Los, geh farmen. Da ist was. Da ist was Neues. Du wirst mein sechstes Pokémon. Wir kriegen unser Team richtig schnell voll. Das neue Pikachu-Pokémon. Pamo. Oh, ist sogar schon von Anfang an Level 5. Ist fürs Startergebiet gar nicht so schlecht. Ach, und im Übrigen kommt mir auch nicht mit so... Overpro-Taktiken, wie zum Beispiel mit Wesen oder irgendwelchen Kram. Ich werde sowas gekonnt ignorieren, weil es mich nicht interessiert. Ich spiele Casual, Leute. Und wir haben ein Team voll. Ist ein Elektro-Pokémon, ne? Du bringst auf jeden Fall sehr gute Erfahrung.
Das Maus-Pokémon. Seine Pfotenbeine sind Organe zur elektrischen Entladung. Gelingt es ihm, auf den Hinterbeinen zu stehen, schießt er Strom aus den Vorderpfoten. Ein neuer Pikachu-Klon. Ja, mein süßer Pikachu-Klon. Nicht wahr, Noah? Ja, es ist mega süß. Ja. So denke ich auch. Los, mach ihn fertig. So, Pummel hat auch ein Level-Up gemacht. Apropos Pummel. Ich hab's schon drauf. Ein mysteriöser Ruf. Eventuell. Da werde ich sowas von reingehen. Okay. Äther, den werde ich noch brauchen. Da unten. Da ist schon das legendäre Pokémon. Ich glaube, es hat die größeren Nerven. Und ich glaube, ich bin gerade abgestürzt. Als ob mich das Rotom-Telefon gerade gerettet hat. Da kommt bestimmt eine Sequenz, wenn ich jetzt da hingehe. Hatte ich Hunger. Hier, nimm mein Sandwich. Ja, das schmeckt dir, ne? Ich will das legendäre Pokémon einfach direkt am Anfang treffen. Tschüss. Alter, es sieht so cool aus. Es gibt einen Dreck darauf, was in der Höhle ist. Na gut, es ist ein legendäres Pokémon, ne? Es wartet auf mich. Liegt hier irgendwas für mich? Nö. Dann mal weiter, würde ich sagen.
Ich glaube, es beschützt mich in dieser dunklen Höhle. Oh, die ist auch wunderschön von innen. Dieses wunderschöne leuchtende Moos. Richtig einladend. Ja, was ist denn die Mila? Ja, ich bin runtergefallen. Es geht schon irgendwie. Da wäre ein Pokémon, was mich hier raus befördern kann. Danke. Ich glaube, ich bleib mal bei dir. Oh, da ist ein neues Pokémon. Muss holen. Ein Mangunio, das kennen wir doch von Sonne und Mond. Glut! Es stimmt instant, oder? Ja. Sonst ist hier kein Pokémon. Doch, da. Zweiter Versuch. Bitte kein Level 2er. An. Pickle. Du hast sehr viel Schaden gemacht. Und Pokémon Nummer 6. Ich würde ja auch an dem Hundebund da oben mich versuchen. Schätzungsweise ist Level 20 mindestens. Mangunia, das Patrouillen-Pokémon. Wenn es nicht gerade schläft, ist es ständig auf der Suche nach Nahrung. Hat es Hunger, nimmt seine Grausamkeit zu. Geh in eine Box. Ja, ich weiß, wie die Boxen funktionieren. Ich kann ja mal versuchen. Ich kann nicht mal da hochwerfen. Das hat sich direkt erledigt. Dickter! Es dauert ein bisschen, bis der Kampf erledigt wird, ne? So, du bist ein Boden-Pokémon. Du wärst eigentlich ganz praktisch fürs Team. Zumindest besser als Hopsspross. Ich will dich auf jeden Fall anstatt Hopsspross haben. Ein Pflanzen-Pokémon im Team ist zwar ganz gut, aber wenn es nur Platscher kann. Da habe ich dann lieber ein Boden-Pokémon. Das Maulwurfs-Pokémon. Deine Haut ist sehr dünn. Wird das Licht ausgesetzt, erhitzt sich sein Blut und es wird schwach. So, Hopsspross, du kannst weg. Ich weiß, dass die Endversion von Hopsspross ganz praktisch ist. Ist übrigens schön, wie alle meine Pokémon fast tot sind, außer meinem Haupt-Pokémon. Die Farm. Oh nein, die Hunduster-Brigade. Hilfe. Mach die weg. Das ist wahrscheinlich ein Dank dafür, dass ich ihm Essen gegeben habe. Ich würde eigentlich lieben gern gegen eins zumindest kämpfen. Weil ich mir einen Hunduster fangen kann. Ich hätte auch gern ein weiteres Feuer-Pokémon.
Kannst weiterlaufen. Ich bin direkt hinter dir. Und ihr wisst ihr was, Leute? An der Stelle machen wir hier jetzt Schluss. Wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.